Es gab tatsächlich das Beispiel, dass eine Zeichnerin mega pampig reagiert hat und auf Anfrage, warum sie so pampig reagiert hat, hat sie geantwortet, sie kann sich's ja leisten. Also alles in allem kann ich diese Sache mal damit abschließen, dass ich positiv darüber überrascht bin und hoch erfreut bin, dass ihr ein absolutes Verständnis dafür habt, was Zeichner alles auf einer Con eigentlich auf sich nehmen müssen, um dort zu sein und auch dort zu bleiben. Und das finde ich super. Dafür gibt es Props an euch. Sehr schön, dass ihr das alles wisst und dass ihr das auch so in Worte fassen könnt. Und jetzt habt ihr auch mal meine Sicht der Dinge. Jetzt haben wir hier noch die Frage 19. Hast du schon mal schlechte Erfahrungen mit Zeichnern und oder ihren Produkten gemacht? Da habe ich hier oben gleich einen leeren Stand. Das höre ich ziemlich oft, dass kein Verständnis dafür da ist, wenn die Zeichner mal nicht an ihrem Stand sind. Ich meine, es ist immer ein Verständnis dafür da, wenn die Zeichner mal kurz weggehen, weil sie was zu essen brauchen, weil sie auf die Toilette gehen oder weil sie auch einfach mal ein bisschen was von der Con sehen wollen. Aber ich kenne tatsächlich auch einige Beispiele von Zeichnern, die teilweise einen halben Tag nicht dort sind. Finde ich ehrlich gesagt auch scheiße. Also erstens mal für die Besucher ist es scheiße, weil sie sehen dort halt die ganze Zeit nur einen leeren Stand. Und stell dir mal vor, alle außer Zeichnerallee würden das machen. Oder alle Händler würden das machen, die einfach mal sagen, ach ja, das habe ich keine Lust mehr, ich bin jetzt einfach mal einen halben Tag nicht da, nicht an meinem Stand. Dann wäre quasi für einen halben Tag die Con leer. Und ein Besucher bezahlt für die Con. Und das andere ist natürlich auch, dass es für die Zeichner in dem Sinne scheiße ist, weil wenn da ein Zeichner ist, nur ein Zeichner ist, der einen halben Tag nicht an seinem Stand ist, haben alle anderen Zeichner den Ruf, dass sie einfach so ihren Stand verlassen. Da muss nur einer dabei sein, der scheiße ist, und es wirkt sich aber auf den Ruf aller anderen Zeichner aus. Das ist ganz einfach so. Das ist blöd, aber es ist so. Und das Dritte, dieser Zeichner, der da nicht an seinem Stand sitzt, der hat diesen Stand bekommen und ein anderer Zeichner hat ihn nicht bekommen. Ein anderer Zeichner, der wahrscheinlich noch viel abhängiger davon ist, dass er dort sitzen kann und dort verkaufen kann, für den das wichtig ist, der hat den Stand nicht bekommen. Und der Zeichner, der ihn dann bekommen hat, der sitzt einen halben Tag nicht da. Und das ist, also aus meiner Sicht, ist das ziemlich unfair. Ich kann es auch verstehen, ich kann es sowohl aus Kundensicht verstehen, als auch aus Zeichnersicht verstehen, wenn man sich darüber aufregt, dass Zeichner nicht an ihrem Stand sitzen. Jederzeit ist es okay, auf die Toilette zu gehen oder mal eine Stunde nicht da zu sein, wenn man sich die Con mal angucken will, oder was zu essen kaufen zu gehen, ist alles in Ordnung. Aber einen halben Tag nicht dort zu sein, sorry, da hört es mit meinem Verständnis auch auf. Unfreundliche Zeichner. Da kenne ich auch eine Geschichte von meiner Freundin, die auch zu einer Zeichnerin gegangen ist und von ihren Con-Eintrag haben wollte, hat sie auch danach gefragt. Sie stand da daneben und hat gewartet und die Zeichnerin hat mega unfreundlich darauf reagiert. Ich meine, ich aus meiner Sicht kann das verstehen. Ich kann es verstehen, wenn man gestresst ist, wenn man viel zu tun hat, dass man halt auch irgendwann sein Lächeln mal verliert. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, man muss damit rechnen, also man muss mit dem Stress, den man dann hat, muss man rechnen. Und auf keinen Fall, das ist was, was ich mir komplett auf meine Fahne und auf meinen Klodeckel geschrieben habe, lässt man seine Laune an den Besuchern aus. Das ist ein absolutes No-Go. Und das würde ich auch jedem anderen Zeichner gerne ans Herz legen. Du lässt deine Laune nicht an den Besuchern aus, ganz egal, wie gut deine Gründe sind. Ich meine, wenn du sagst, ich kann jetzt keinen Colon-Eintrag zeichnen, weil sorry, ich habe mega Kopfschmerzen, ich kann es jetzt einfach nicht, dann ist das okay. Wenn der Besucher dann darauf arschig reagiert, dann ist das sein Problem. Aber es ist okay zu sagen, ich kann jetzt nicht, weil aus diesen und jenen Gründen. Aber es ist scheiße zu sagen, ey, was kommst du jetzt hier, ey, ich habe so viel zu tun, nee, ich habe jetzt keinen Bock, sorry, nee, Die Laune wird nicht an den Besuchern ausgelassen. Punkt. Unfreundlichkeit von Zeichnern, denen der Ruhm zu Kopf gestiegen ist. Da kenne ich tatsächlich auch ein Beispiel. Aber das kann ich jetzt nicht sagen. Natürlich werde ich jetzt keine Namen nennen. Aber
Es gab tatsächlich das Beispiel, dass eine Zeichnerin mega pampig reagiert hat und auf Anfrage, warum sie so pampig reagiert hat, hat sie geantwortet, sie kann sich's ja leisten. Wo ich mir denke, wow. Ich meine, ich bin jetzt, weiß Gott, noch kein großer Zeichner. Ich möchte ganz gerne mal dahin kommen, dass ich mir auch einen Namen mache und dass man mich auch kennt. Und ich weiß nicht, ob ich mir diesen Kommentar erlauben kann. Aber ich bin immer der Meinung, selbst wenn man sich großen Namen gemacht hat, hat man kein Recht, so zu reagieren. Meine Meinung. Oh, Zeichner, die einen anbetteln, was zu kaufen. Kenne ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es verstehen, dass Zeichner teilweise wirklich die Besucher anbetteln, bei ihnen was zu kaufen, was meistens auch klappt. Ich für meinen Teil mache das nicht. Selbst wenn ich jetzt in kompletter Geldnot wäre oder jetzt dringend noch was ganz wichtig verkaufen muss, weil ich diesen und jenen Wert noch erreichen muss oder irgendwas in der Richtung. Ich würde niemals Besucher anbetteln, dass sie bei mir was kaufen. Nie, 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 nie würde ich das machen. Weil ich würde mich selber damit einfach schlecht fühlen. Ich würde mich als Besucher bedrängt fühlen. Also wenn ich jetzt Besucher bin und ich gehe zu einem Zeichnerstand und der Zeichner bettelt mich an, was zu kaufen, wäre das für mich ein Grund, nicht bei ihm zu kaufen, weil ich mich einfach unwohl fühlen würde. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so den Besucher, den armen Besucher, den armen unschuldigen Besucher zu bedrängen, nur weil der jetzt gerade an deinem Tisch ist, so zu bedrängen, bei dir was zu kaufen. Ich kann aber auch allein mit meiner Meinung stehen. Vielleicht ist es eher die gängigere Meinung, die Zeichner, Quatsch, die Besucher anzubetteln. Ja, gut. Also, ich lasse die Umfrage noch ein kleines bisschen offen, bis nächsten Monat oder so. Sag mal, Ende Januar, bis dahin ist die Umfrage noch offen. Bis dahin wird auch das Gewinnspiel noch laufen. Ich werde dann im Blog auch noch Bescheid sagen, wenn ich das Gewinnspiel auswerte. Das war aber auf jeden Fall das Video, was mir jetzt ein bisschen am Herzen lag. Weil, wie gesagt, ihr habt halt echt sehr, sehr schöne, sehr, sehr tiefgehende Sachen geschrieben. Sehr reflektierte Sachen geschrieben, über die ich ganz gerne mal reden wollte. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr gerne Fragen stellen. Wenn dazu sehr, sehr viele Fragen sind, werde ich vielleicht noch mal einen Vlog machen. Wenn nicht, mache ich das in den nächsten Let's Paint Videos, da werde ich die Fragen nochmal aufrollen, sollten sich tatsächlich noch welche stellen. Wir können gerne darüber noch ein bisschen diskutieren. Ich danke auf jeden Fall allen denen nochmal. Tausend lieben Dank, dass ihr an der Umfrage teilgenommen habt. Ich danke auch auf jeden Fall noch allen, die vielleicht sich noch finden, an der Umfrage teilzunehmen. Vielleicht finden sich noch ein paar. Ja, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin!